bleibe. Die Antwort lautet ja. Nein. Schau, die Möbelpacker sind jetzt noch hier bis um 8 Uhr und ich muss dann mindestens noch bis 10 Uhr. Christine, ich bitte dich überanstrengend. Ja? Mach doch alle Minuten eine Pause. Geh zum Fenster. Schau dir Wien an. Das wunderschöne alte Wien. Sie ist auf der ganzen Welt nicht mehr. Siehst du, damit komme ich jetzt zu meiner Frage. Und Wien bei Nacht, das ist wie ein glitzerndes Diadem, das kann sich nicht mal deine Freundin in den Karte reißen. Und damit komme ich jetzt zu meiner Frage. Du hast wie immer meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Angesichts der Tatsache, dass in meinem Leben jetzt eine große Veränderung bevorsteht, von der ich aber hoffe, dass sie mir eine Verbesserung bringt und angesichts der Tatsache, dass wir einander 30 Jahre kennen, glaube ich doch, dass du mir zutrauen solltest, meine wesentlichen Entscheidungen allein zu treffen. Ein Stück, ein tolles Stück. Besonders Gerhard Bronner ist ja ein Meister seines Faches gewesen. Was ist so das Besondere? Was kann man dem Publikum erzählen, was das Stück etwa aussagt? Ja, dass es auf jeden Fall nie zu spät ist, sich zu verbinden und eine Liaison einzugehen. Also die machen das ja. Ja, und so hat man doch Hoffnung auf das Alter. Das ist ja doch ein, kann man sagen, es sind zwar 4 Personen auf der Bühne, aber eigentlich ein 2-Personen-Stück, weil es sehr textintensiv ist. Wo liegt da die Herausforderung? Ich meine, lernen wahrscheinlich, aber. Ja, es ist schwer. Also, wenn jemand mit gelerntem Text zur Vorstellung kommt oder zur Probe kommt, dann ist es schwer, das wieder abzugewöhnen. Ja, also das heißt, also beim Inszenieren wäre es vom Vorteil, wenn man wirklich zum ersten Mal den Text liest und das Ganze neu macht. Nur so viel Zeit haben wir ja auch nicht. Also wir haben ja nur 6 Wochen ungefähr Zeit. Und so ist eben da die Arbeit, dass man die Schauspieler sozusagen dazu bringt, natürlich zu bringen. Also das ist ein Zumlauf. Aber das haben sie wirklich großartig gemacht und das ist eine große Freude. Man kann sagen, es ist eigentlich ein fast zeitloses Stück, weil im Großen und Ganzen kann es jederzeit passieren, aber es ist ein entspannter Abend, den man dabei genießen kann. So ist es. Also, es ist, zum Glück geht hier die Sache gut aus und das ist ein Happy End. Wunderbar. Dann sage ich euch herzlichen Dank und kann dem Publikum anraten, unbedingt die Komödie zu kommen. Ein traumhaftes Stück. Gut. Und dann will ich uns heute noch bisschen die Arbeitsbestätigung unterschreiben. Ja, das mache ich gerne. Ich unterschreibe Ihnen auch sehr gerne, dass Sie zwei wunderbare Menschen sind. Na, danke, die Frau. Das liebe, aber Sie sind auch eine so eine liebe Kunst, muss ich wirklich sagen. Und darum soll Sie es ansetzen. Der Herr, wollt jedem von uns 800 Euro geben, damit wir alles legen und stehen lassen und in dem Stieg lassen, ne? 800 Euro? Ja. Er hat uns wirklich 800 Euro? Ja, du weißt es ja nicht, weil der Arbeitsmoral nicht käuflich ist. Warum soll ich das gesagt haben? Im Auto unten hast du es gesagt, aber wahrscheinlich hast du es so leise gesagt, dass du es selber nicht gehört hast, ne? Na, doch nicht gekriegt. Ne? Nein, das gibt's nicht. Ich hab's versucht, ich hab's wirklich versucht, aber irgendwie. Ist aber irgendwie Spaß geworden, oder? Absolut, weil sie hat überhaupt keine Lust. Und das macht richtig Spaß. Also, das ist und er, total strenger Chef, mit absolut wichtigen Moralbegriffen. Ja, aber mit einem goldenen Herzen. Also. Das ist ein super Job, wenn ich das dann ja, ja, an und für sich, ja. Man kriegt genug Angebote, ja. Nein, es macht Spaß, es ist einmal ganz was anderes, es ist echt lustig. Vor allem mit ihr, das ist wirklich sehr nett. Ein super Team. Das heißt, wenn ich nicht mehr über Sie rufe, rufe ich euch. Unbedingt. Sicher, vielleicht habe ich nicht so viel Lust am Anfang, aber das kommt schon. Wunderbar, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Danke. Bei mir zu bezahlen. Habe ich gelogen? Ich habe auch gelogen, als ich dir Weizquellen statt Vöslauer gegeben habe. Und um deine empfindlichen Geschmacksnerven zu schädigen, habe ich Cyankali hineingetan.
verdiene nicht länger zu leben. Leb wohl. Meine Wohnung aufzugeben, auszuziehen und zu Riccardo nach Florenz zu ziehen. Und der Freund der Familie will das nicht wahrhaben, der Hermann? Ja, was ich ja nicht gewusst habe. Also, genau. Der Hermann will es aus dem Grund nicht wahrhaben, weil er eigentlich immer schon ein Auge auf die Christine gehabt hat. Auch schon während weder Erich noch gelebt hat und seine Ilse trotzdem hat immer gespürt, ist eine gewisse Anziehung da. Aber es geht natürlich nie, das wird sich nie ausgenommen, das hätte er auch nie gemacht. Aber natürlich ist die Einsamkeit immer größer, weil er ihren Ehepartner verloren und jetzt sieht er die Möglichkeit, ich gar nicht so eine Chance, das klingt schon so banal, die Möglichkeit, diese beiden Menschen zu verbinden, also sich mit der Christine zu verbinden. Und da sich die auch immer verstanden haben und quasi schon miteinander fast groß geworden sind, kann man fast sagen. Jetzt 30 Jahre haben wir viert verbracht. Ist eine verbunden und wenn man schon etwas älter ist, so wie ich, dann weiß man, wie schön es ist, wenn man einen Menschen kennt, der einen kennt, noch aus der Jugend. Und da natürlich auch eine sexuelle Anziehung besteht und immer bestanden hat und jetzt quasi unter Anführungszeichen die Bahn frei wäre, nur das große Hindernis, die Angebetete nicht unbedingt übersiedeln nach Florenz, das war eben nicht unbedingt im Sinne des Erfinders gewesen. Wir wollen natürlich jetzt nicht verraten, wie es ausgeht, das sollen die Zuschauer sehen, es ist wirklich ein sehr schönes Stück, es gefällt uns sehr gut und es ist wahnsinnig textintensiv. Es ist sehr textintensiv. Ja, vor allem nicht nur textintensiv, sondern auch sehr emotionsintensiv, würde ich sagen. Mhm. Absolut. Also, Es ist eine Komödie, würde ich sagen, mit etwas Tiefgang. Ja. Mit etwas Tiefgang, würde ich sagen. Vor allem eine Situation, die auch heute noch möglich wäre. Absolut. Absolut. Das spielt ja auch in der heutigen Zeit. Das kann natürlich immer sein. Das heißt, das, was wir da auf der Bühne zeigen, kann wahr sein. Genau. Ja.
das kann sein, absolut. Es ist nicht, dass man sagt, das haben sie jetzt den Finger ausgezogen, das ist jetzt der, jetzt kommt der von links oder rechts, sondern das kann stimmen. Das hat Hand und Fuß und auch eine gewisse Logik und natürlich abgesehen von der Logik ein gewisses Gefühl und ja. Dem kann ich nur beipflichten und noch einmal den Publikum, den unseren Zuschauern anraten, das Stück unbedingt zu sehen. Die Möglichkeit besteht noch bis Mai. Ja, bis zum 14. Bis zum 14. Mai und unbedingt anschauen. Es macht wirklich Spaß und man kann sich die Seele bauen lassen. Das ist sehr das schön ist zu hören. Ja, ja. Danke für das Kompliment. Dankeschön. Danke, ich habe da keine Präferenz. Und?